So, meine Damen und Herren, jetzt kommt ein junger Mann zu uns, der ja mit Sicherheit zur absoluten Crème de la Crème des deutschen Comedy-Geschäfts gehört. Er hat alles gemacht, was Sie sich vorstellen können. Egal, was Sie machen wollen, Ingolf Lück hat es schon gemacht und deswegen ist er hier. Ingolf Lück, meine Damen und Herren! Ingolf Lück. Herzlich willkommen. Dankeschön, mein Lieber. So. Ich habe ja Juliane eben noch getroffen, ja. Ja. Das ist ja, also, ist eine tolle Frau. Ich fände es schade, wenn sie da beim Box, Ponyboxen was auf die Ohren kriegt. Das sind ja echt so schön. So. Aber, aber Willi Herren, der soll mal richtig auf die Locke kriegen, oder? Willi Herren? Ja. Ich glaube, das wird ein spannender Kampf gegen Nana. Ja. Hast du mal überlegt, sowas zu machen? Du hast ja so eine richtige Boxernase. Boxernase. Ja. Ein bisschen so wie Sven Ottke, nachdem er seine Karriere beendet hat. Sehe ich auch. Er hat auch immer gesagt, ich muss neu machen, ne? Hat er aufgehört jetzt eigentlich, Sven Ottke? Sven Ottke hat aufgehört. Ja, genau. Ja, er hat ja mal gesagt, dass er sich danach die Nase machen lässt. Ja, wollte er machen. Da würde ich jetzt sagen, da würde ich sagen, mach. Na, ich habe ja schon 4, 5 Nasenoperationen hinter mir. Du? Ach so, ja, ja. Du hast Nasenoperationen? Ja, was meinst du, wie man zu so einer Nase kommt? Meinst du, was wächst dir? Aber Du hast es ja auch mit der Nase im Moment. Ne? Ich hab was mitgebracht. Ja, danke. Also das ist für uns beide eigentlich, weil. Aber ist noch nicht, die sind noch unbenutzt, oder? 1, 2 habe ich schon benutzt. Ja. Weil ich habe so, tierisch Heuschnupfen. Das ist schrecklich. Du hast Heuschnupfen? Oh, grau. Das möchte ich wirklich nicht haben. Ich muss noch kurz putzen. Ja, mach mal. Nee, bei mir ist kein Heuschnupfen, bei mir ist einfach nur Erkältung. Grau, ich stehe morgens auf solche Klüsen. Ich hasse ja auch Pollen und so. Also ich stehe morgens um 6 Uhr auf und dann jage ich Pollen. Und wenn ich einen sehe, dann mach ich Pollen, dann nehme ich den. Ja. Pollen. Pollen. Mit 2 L, Pollen. Meine Damen und Herren. Genau. Nicht, dass wir das falsch verstehen. Nein. Also. Ich muss mal sagen, wirklich auch nichts gegen die Polen, ja, höchstens gegen Rumänien. Ne? Ich meine, die wollten ja 2006 in die EU, ja, das können sie jetzt knicken. Das kann knicken, ja. Das kommt nicht in Frage. So geht das nicht, natürlich nicht. Ich habe alle meine Hanuta-Bilder weggeschmissen. Alles. Gibt es eigentlich Sammelalben zur AM? Ja. Ja. Gibt es? Ja, Hanuta haben noch die Sammelalben jetzt drin. Ach so. Deswegen sieht man das. Ich habe noch eins habe ich behalten, Sebastian Deißler, habe ich den dabei? Ja. Deißler habe ich behalten, hier, hups. Ja. Weil der spielt ja eh nicht. Den habe ich behalten und so. Ja. Der ist. Ne? Aber wer weiß, vielleicht kommt er noch. Vielleicht, wir müssen ja was tun, ganz klar. Sag mal, Ingolf, es gibt wieder mal eine weitere Show der Erfolgsserie, die 100 nervigsten. Und zwar diesmal. VIPs Worldwide. Das weltweit heißt, auf Deutsch. Das heißt. Ich meine, du hast ja schon, also wir sind international dann morgen Abend hier in ProSieben. Denn ich meine, alle großen, mega erfolgreichen Shows, auch in Deutschland, haben ja englische Titel. Star Search, Comeback Show, Fear Factor, alles mega erfolgreich. Und deswegen müssen wir... Musikantenstadel. Da haben wir gesagt, nein, kein Musikantenstadel mehr. Wir wollen über den Tellerrand gucken, ja, und wir wollen international da abwarten. Das heißt, da sind keine Deutschen dabei, doch, die nerven. Ach so, doch. Doch. Es sind natürlich. Bin ich wieder dabei? Nein. Das Unverschämtheit. Nein, das ProSieben-Publikum reagiert ja. Ja. Ja, ganz schnell sogar. Also, wer ist gerade angesagt? Ne? Ja. Und das, bei dir ist es ja 3 Wochen her, dass du nominiert warst. Und jetzt ist der Zug wahrscheinlich abgefahren. Du bist nicht dabei. Aber auch Daniel Kühlberg ist nicht mehr dabei. Alexander und so weiter, also deine Freunde. Aber es sind im Wesentlichen ja wahrscheinlich dann.
im Wesentlichen ja internationale Stars dann, oder? Ja, es sind viel Europäer und es sind natürlich auch ein paar Holländer, die in Deutschland arbeiten. Ja? Ach, sehr da, viel, ja. Der ProSieben-Zuschauer oder die ProSieben-Zuschauer war ja nicht nur einer, sondern ja. mehrere, haben ja abgestimmt und so haben wir jetzt diese sogenannte Shitlist, ja, okay. sagt man neudeutsch, haben wir erstellt. Und kann man sagen, wer sich so unter den, kann man zwei, drei Namen verraten, die unter den Top 20 sind? Oder nein, aber es, ja, man kann natürlich alles möglich verraten. Es sind beispielsweise sehr viel auch Royals darunter. Ne? Oh. Also Queen Elizabeth, die zweite ist darunter. Ja. Man fragt sich ja, wieso tritt sie nicht ab? Ne? Ist klar, sie muss doch den ganzen Gin-Vorrat von ihrer Mutter im Keller aussaufen. deswegen ist noch, oder auch Prinz Charles ja. ist natürlich dabei. Und Kamala Parker Bowles, seine Freundin, aber auch hier, die, wie heißt noch diese dicke rothaarige, die irgendwas mit Sarah Ferguson. Ja, ist, ja. Ist auch, also dieser, der Papst ist sogar dabei. Bitte? Der Papst. Unter den 100 nervigsten? Der Papst ist unter den 100 nervigsten. Der Papst ist unter den 100 ja, nervigsten ja, ja. VIPs? Ja. Das ist eine Unverschämtheit, oder? Ja. Und natürlich, aber wir verraten natürlich nicht, auf welchem Platz. Ja. Wir wissen es selbst nicht, weil der Papst sucht es sich selber aus. Ach so, ja. ja. Er wird es erst morgen entscheiden. Ja. Er wartet noch, dass es jemand sagt. Genau. Wenn also, weißer Rauch aus dem Balkon kommt, ist er auf eins. aus dem Balkon, aus dem Kamin, Entschuldigung. Aber wir haben eine ganze Menge. Also, eine ganze aus Menge. Dem Balkon, da sitzt der Papst normalerweise immer, wenn er spricht. Wenn da weißer Rauch rauskommt, ist es nicht gut bestellt um den Papst. Das ist so wahr. Ja. Das ist so wahr. So. Dann gibt es bald jedenfalls einen anderen. Dann. Eben, genau. Auf jeden Fall auch viele aus der Musikbranche. Ich natürlich. Muss jetzt erstmal Werbung machen, Ingolf. Gerne. Du redest ja wie ein Wasserfall. Ja? So. Da sind wir dann auch zurück. Bei TV Total. Ingolf Lück ist bei uns zu Gast. Und demnächst sehen Sie die 100 nervigsten VIPs ja. unter der Leitung von Ingolf Lück. Wann wird das sein? Unter der Leitung ja. von Ingolf. Und wo wir gerade beim Thema sind, ich meine, auch der Herausgeber des Playboys, ja. Hugh Hefner, ist dabei. Ja, also der Erfinder der ausklappbaren Wix-Vorlage, der ist ja, dabei. Der ist von den ProSieben-Zuschauern nominiert worden. Der Mann hat es ja gut. Ich meine, der kann auf einer einzigen Party, kann er auf seiner Vielvögler-Karte über 1000 Punkte machen und die Bonusmeilen dann auf seinen Bunnies abreiten. Das ist einer, der ist auch dabei. Ich sage nur natürlich nicht wo. Ne? Ja. Wann wird es das geben? Wann findet es statt? Keine Ahnung. Freitag. Morgen! Morgen! Ja, morgen Abend um 20.15 Uhr. Ja, wo denn? In ProSieben. ProSieben. Morgen Abend in ProSieben. Die nervigsten VIPs. So lange, bis wir fertig sind. Ja. Fangen wir 4:15 Uhr an und so lange. Ansonsten, Ingolf Lück macht ja alles, er spielt auch noch Theater und du machst irgendwie, spielst Caveman, ein Ein-Mann-Stück, ja, und zwar in Paderborn demnächst, am 4. bis 6. Mai, 13. bis 16. Mai in Köln, im Gloria und am 25. bis 29. Mai in Bonn. Mit mir alleine. Mit dir alleine. Ja, die ganze Zeit auf der Bühne, 2,5 Stunden mit mir alleine. Ist aber schön, da ruft keiner an, weißt du, ist keine Rechnung zugesteckt und so weiter, das ist eine herrliche Zeit. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, ach, der Herr Raab hat doch gesagt, da kommt noch einer, hat er nicht gesagt, da kommt noch einer, dann sage ich... Richtig. Ja. Und hier ist der junge Mann, der gleich nach TV Total zu sehen ist. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie den unglaublichen Oliver Pocher. Ingolf Lück, Pocher. Hallo. Pocher mit Pocher. So. Guten Tag. Welttanztag, oder? Ja, das ist unser Ding. Absolut, wir sind ja Tänzer. Wir zwei, wenn wir hier wir so gehen ja super oft irgendwie nochmal abzappeln hier nach der Sendung. Mal zeigen, wenn wir nach der Sendung ausgehen, wollen wir mal zeigen, wie das geht? Wie geht das? Ja, weiß ich nicht. Ja, dann gehen wir aus der Tür raus. Dann gehen wir raus und dann geht einiges. Hallo, Navend. Mein Freund ist der Raab. Ja. So ungefähr. Du hättest jetzt mal besser mitmachen sollen. Ja, das wäre meine Chance gewesen. Aber ja, das wäre eine Chance gewesen, hier auch mal spontan zu glänzen. Naja, ja, egal. Aber gut, ist ja nicht meine Sendung. Ja. So, was wolltest du, warum bist du hier? Das frage ich mich eigentlich ja auch immer. Aber zum einen morgen natürlich, ich darf mit dabei sitzen bei den 100 nervigsten VIPs und mit drüber sinnieren, was alles passieren wird. Ja. Und dann am Montag ist eine Sendung, auf die ich auch jetzt mal hinweisen darf. Und zwar die Rose von Montreux, ehemals.
oder der Bachelorpreis, ja. Jemals die Rose jetzt, von Montreux, jetzt die Rose von Luzern. Es heißt immer noch nur Rose d'Or. Rose d'Or, aber die goldene Rose. Genau, wird aber in Luzern verliehen, war vorher in Montreux. Selbstverständlich. Gab es immer eine Sendung hier, die Anke Engelke gemacht hat. Genau. Und die macht jetzt Christoph Maria Herbst. Verstehe. Und mit dem habe ich mich getroffen, der hat mich interviewt und wir verstehen uns auch privat super gut und ja, okay. Da haben wir einen kleinen Ausschnitt, wie wir uns da getroffen haben in Luzern. Okay, schauen wir mal rein. Ja, Oliver, das ist Roy, unser Moderator. Roy, Oliver. Hallo, freut mich sehr. Der macht heute Abend bei der Comedy Gala mit und ich glaube, du kennst ihn von ProSieben, von Viva. Ja, dann sag doch noch mal ein bisschen was über die Shows, die du so machst. Auf ProSieben, damit ich die gleichen Interview nicht durcheinander schmeiße, Gulliver. Oliver. Ich mache bei ProSieben jetzt gerade Rente Pocher, läuft immer donnerstags um 23.15 Uhr. Das ist diese Sendung, wo man mich mieten kann, hast du vielleicht schon mal gesehen. Da, wo Oliver den Punk spielt. Die VHS-Kassette, die ich dir gegeben habe. Sorry, aber die habe ich, glaube ich. Naja, dann mache ich bei Viva auch noch dieses Alles Pocher oder was? Alles was? Alles Pocher. Nee. Vor 3 Monaten war ungefähr die VOG-WM, da habe ich den Startreporter gemacht und das war ganz witzig, habe ich die Bachelor die ganze Zeit verarscht. Was für eine WM? VOG-WM. Ja, und jetzt Red Nose Day war auch vor kurzem, da habe ich auch mitgemacht bei No Angels. Komplettes Rätsel. ProSieben? ProSieben, der Sender sagt mir was. Der hat einfach keinen Bock. Mir ist die ganze Sache unheimlich peinlich. Tut mir leid. Du, ich habe eigentlich auch gedacht, dass die Engelke hier das Interview machen würde. Deswegen bin ich eigentlich hier. Wie hieß der Sender nochmal? Ja. Ja. Am Montag gibt es dann hier bei ProSieben ein Spezial von der Rose d'Or um 20.15 Uhr. Und dort wird dann gezeigt, auch genau, wer die Gewinner sind und was dann noch alles passiert ist. Sehr lustig. Genau, ein sehr anerkannter Fernsehpreis. Sollten Sie sich anschauen. Sehr lustig. Jetzt gibt es wieder Rente Pocher. Richtig. Und was gibt's bei dir? Heute ist Christian Tramitz bei mir zu Gast. Ja. Und ich bin gemietet worden als jemand, der Koks ausliefert. Bitte? Nein, jetzt nicht so Friedmann-mäßig, sondern eher so mit ganz so, normal. Ach so, also zum Brennen. Zum Brennen, in richtig. In den Kamin, und, genau. Ja, und ja, wir haben heute Jubiläumssendung. Das ist die 30. Sendung von uns und das werden wir zelebrieren. Ja, danke. Ja, sehr komm. Ja. Ja, ist okay. Ach, ich habe kein Geschenk. Naja, ist okay. Ich habe kein Geschenk. Bitte? Ach so, ich habe kein Geschenk. Doch, ich habe ein Geschenk. Herzlichen Glückwunsch. Ah, Stefan, das ist aber nett. Ja, dann vielen Dank. Ja. Dann gehen wir nachher noch eine Runde abzappeln. Dankeschön. Herren. Bis jetzt gleich. Bei Rente Pocher. Zu Gast Christian Tramitz, sollten Sie nicht verpassen. Ja, dann weise ich Sie noch mal darauf hin, auf unser Gewinnspiel, meine Damen und Herren. Denn nächste Woche können Sie bei uns jeden Tag eine Reise mit uns nach Istanbul gewinnen. Unterbringung im Hotel, Besuch unserer Show live aus Istanbul und natürlich Karten für die große Eurovision Song Contest Endausscheidung am 15. in Istanbul. Deswegen schalten Sie nächste Woche ein. Wir haben fantastische Gäste nächste Woche. Bremens Wunderstürmer Ailton ist bei uns zu Gast. Ja. Geht es zu Schalke? Barbara geht zu Schalke? Ailton geht zu Schalke in ja, der Saison, mal klar. Sehen. Barbara Ehlichmann ja, geht dafür zu Werder Bremen. Ich ist auch hier. Und Thomas Anders, ja. Übrigens, ich glaube, ich habe einfach vergessen zu gehen, oder? Bitte? Ich glaube, ich habe einfach vergessen zu gehen. Das kann sein, ja. Aber gehen wir jetzt zusammen? Jetzt ist es zu spät. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Morgen können Sie den Lück wiedersehen. Machen Sie es gut.